Selten stand der E-Commerce vor so umfangreichen Herausforderungen wie heute. Ich glaube, wir wissen das alle. Inflation ist auf historischen Höchstständen, die Energiepreise steigen und die Lieferengpässe, naja, die sind jetzt auch nichts Neues mehr seit Beginn der Pandemie. Und in dieser Lecture oder auch Vorlesung, die jetzt kommen wird, gibt Katharina Huke, sie ist Chief Commercial Officer von Idealo, einen Einblick in den Datenschatz einer der führenden europäischen Preisvergleichsplattformen und auch einen Einblick dann in den Umgang mit dieser speziellen Situation, in der wir uns gerade befinden. Also heißt mit mir herzlich willkommen auf der Bühne Katharina. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Lecture rund um ein Thema, das uns alle betrifft, nämlich die Preise und die Inflation, die wir gerade sehen. Und vor allem uns alle, die im E-Commerce tätig sind, denn man kann sagen, der E-Commerce befindet sich zurzeit im Krisenmodus. Und das wollen wir uns heute gemeinsam genauer anschauen. Ich bin Katharina Huke, ich bin Chief Commercial Officer bei Idealo seit rund 3 Jahren. Und bevor wir in die Themen einsteigen, würde mich einmal ganz kurz interessieren, mit wem ich denn jetzt hier spreche, wer hier vor mir sitzt. Von daher würde ich mich total freuen, wenn ihr einmal die Hand hebt, wenn ihr für einen Online-Händler oder Online-Shop arbeitet. Wie viele sind das? Oh, da gehen einige Hände hoch. Ja, rund die Hälfte würde ich sagen. Wie viel für einen Dienstleister? Ah, weniger? Okay, gut. Und eine Agentur, Marketingagentur? Auch ein paar. Okay, cool. Also dann nehme ich an, das Thema gerade für alle Online-Händler und Händlerinnen sehr relevant, weil genau die Auswirkungen auf euch und euer Business wollen wir uns anschauen und dann auch eine Empfehlung geben von Idealo, was wir glauben, was jetzt hilft in der aktuellen Situation. Bevor wir starten, auch eine ganz kurze Intro zu Idealo. Auch wenn ich glaube, dass Idealo wahrscheinlich den meisten von euch ein Begriff ist. Ganz kurz, wer sind wir? Wir sind der Nummer 1 Preisvergleich in Europa, vor allem in Deutschland, und genau darauf wollen wir uns auch heute in dem Talk fokussieren. Wir haben über 2 Millionen Besuche am Tag, besetzen damit rund den 3. Platz im deutschen E-Commerce, 3./4, je nachdem, wie man zählt. Wir haben über 50.000 Händler, die ihr Inventar auf idealo.de listen, sind da also sehr breit aufgestellt. Insgesamt 420 Millionen Angebote in den unterschiedlichsten Kategorien, die auf Idealo vertreten sind. Und das führt dazu, dass wir jede Menge Updates jeden Tag durchführen, rund 4,5 Milliarden. Wir sitzen also auf einem ziemlichen Datenschatz und genau da rein wollen wir heute einmal gemeinsam einen Blick wagen. Worüber wollen wir konkret sprechen? Einmal wollen wir uns ansehen, was hat sich wirklich getan in den Preisen und der Inflation? Was macht das mit den Konsumenten und Konsumentinnen und was heißt das jetzt für die nächsten Schritte? Ich glaube, Sie wissen es alle, aber dennoch einmal hier, wollen wir uns das hier vor Augen führen. Die Inflation ist auf absoluten Höchstständen. Vor einem Jahr noch bei rund 4%, hat sie sich verdoppelt, liegt jetzt bei rund 8%. Und die Prognose für nächstes Jahr sieht nicht besser aus. Laut dem IFO-Institut können wir mit 11% im Januar nächsten Jahres rechnen. Was heißt das konkret für den Onlinehandel? Also die Inflation, die wir gerade gesehen haben, bezieht sich ja auf alle Preise in allen Sektoren. Daher einmal hier die Frage an euch alle im Publikum. Ich switche ein bisschen zwischen Sie und euch. Ich hoffe, das ist okay, dann fühlen sich alle angesprochen. Glaubt ihr, die Inflation im Onlinehandel liegt über oder unter der durchschnittlichen Inflation, die wir gerade gesehen haben, von 8%? Einmal Hände hoch für, wer glaubt, dass es darunter liegt. Okay, ja, so ein Drittel würde ich sagen. Wer glaubt, es liegt darüber? Okay, und der Rest nehmen, also das waren auch wenige, der Rest glaubt scheinbar, es liegt ungefähr gleich auf. Das haben wir jetzt hier nicht als Option, aber das nehme ich jetzt mal so an. Tatsächlich liegt die Inflation im Onlinehandel mit 14% deutlich über den durchschnittlichen 8%, die wir sehen.
Und das sind unsere eigenen Daten, die wir uns da angeschaut haben, in rund 1600 Kategorien, also alle Artikel verglichen, letztes Jahr versus dieses Jahr. Und in rund 2/3 aller Kategorien sind die Preise gestiegen. Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen und uns die Produktkategorien anschauen, die besonders stark gestiegen sind, dann sind das allen voran die Lautsprecher um über 40% gestiegen. Muss man nun 179 Euro für blechen, um einen guten Lautsprecher zu bekommen. Genauso bei den Sneakern um rund auch knapp 40% gestiegen. Jetzt bei 63 Euro und die Bohrmaschinen um rund 20%. Warum sind hier die Preise gestiegen? Ganz allgemein kann man natürlich sagen, durch Corona sind die Preise in ganz vielen Kategorien gestiegen, vor allem bei Elektroartikel. Wir hatten durch, wissen Sie alle, Corona-Krise, Lockdowns, Lieferkettenprobleme, Verfügbarkeitsprobleme, Halbleitermangel und so weiter. Bei den Lautsprechern gab es tatsächlich einen Sonderfall. Da gab es einfach einen Brand in einer Fabrik, in der die meisten Chips für Lautsprecher bereitgestellt werden. Deswegen haben wir hier diese nochmal exorbitant hohe Preisentwicklung. Das ist dann auch krass, wie das manchmal auf ein Lager sich zurückführen lässt oder eine Fabrik und das hier so einen Ausschlag hat. Es gibt allerdings auch Kategorien, in denen die Preise gefallen sind. Und das sind allen voran die Webcams, um rund 40% gefallen, nun für 44 Euro bei uns zu haben. Küchenmaschinen um über 22% und auch die Laptops um 14% gefallen. Das sind alles drei Kategorien, die natürlich während Corona extrem geboomt sind und wo sich alle Leute eingedeckt haben, das Homeoffice eingerichtet haben, angefangen haben, ihr Bananenbrot jeden Sonntag zu backen, also eine Küchenmaschine sich zugelegt haben und die jetzt entsprechend dann den Nachfragedip sehen. Einfach, weil die Leute es jetzt erstmal für die nächsten Jahre haben und man sich das auch nicht glücklicherweise jedes Jahr neu kaufen muss. Und dann haben wir natürlich noch ein Thema, das jetzt total aktuell ist. Die Preise für Heizgeräte und Wärmequellen, hier insbesondere Kamine und Öfen, die umaddiert, also wenn wir uns Juli versus Juni letzten Jahres ansehen, 18% gestiegen sind, also auch enorm und wo, ich glaube, die Beweggründe uns allen klar sind. Die Leute haben Angst vor einem kalten Winter und wollen sich jetzt entsprechend sicher aufstellen. Bevor wir jetzt weiter über die Auswirkungen von Preis und Inflation sprechen, möchte ich einen ganz kurzen Exkurs wagen, weil das auch sehr spannend war in den Daten, die wir uns angeschaut haben. Was hat das eigentlich alles mit den Lieferzeiten zu tun? Und da noch mal eine dritte Frage an Sie alle. Wer glaubt von Ihnen, die Lieferzeiten sind gestiegen in den letzten Jahren? Einmal Hände hoch. Ja, das ist deutliche Mehrheit. Ja. Wer glaubt, sie sind gefallen? Ganz wenige Hände. Ja. Tatsächlich war ich selbst sehr überrascht, als ich die Daten gesehen habe. Denn in unseren Daten, bei den 420 Millionen Angeboten, die wir uns angeschaut haben, sind tatsächlich die Lieferzeiten im Schnitt seit Januar letzten Jahres leicht gefallen. Von rund 5 Tagen im Schnitt über alle Kategorien war jetzt unter 4,4 Tagen. Wie kann das sein? Wenn wir uns das nochmal genauer anschauen auf Kategorieebene, dann sehen wir, dass gerade bei Haus und Garten die Lieferzeiten zurückgegangen sind. Also auch die klassische Corona-Boom-Kategorie 2020, das hat sich deutlich entspannt. Das Gleiche auch bei, wir nennen es hier Consumer Packaged Goods, also alles, also Fast Moving Consumer Goods, wo es ja auch sehr große Verfügbarkeitsprobleme gab, sehen wir auch eine deutliche Entspannung in den Lieferzeiten, wohingegen bei Elektroartikel ein Anstieg zu verzeichnen ist. Und weil wir sie uns gerade auch angesehen haben, die Preisentwicklung bei den Heizungs- und Stromprodukten, da ist die Entwicklung wirklich rasant, einfach weil die Verfügbarkeiten nicht mithalten können mit der Nachfrage, die wir genau bei diesen Produkten sehen. Und da lässt sich durchaus sagen, genau die Kategorien, die auch im Preis gestiegen sind, sehen jetzt die langen Lieferzeiten. So, nun zurück zum Thema Inflation und Preise. Was macht das mit den Konsumenten, dass die Preise so stark steigen und dass wir so viele Krisen sehen von Inflation, Gaskrise und teilweise längeren Lieferzeiten? Also ganz allgemein
wenn wir uns mal das Konsumbarometer ansehen, den Konsumklimaindex, da gibt es ja verschiedenste Quellen. Hier einmal vom HDE und der GfK. Ist klar, das Niveau ist so niedrig wie fast noch nie, auch deutlich niedriger als April 2020, wo ja bekanntlich Corona gerade angefangen hat. Um das nochmal genauer zu analysieren und zu verstehen, was das mit dem Verbraucher macht, haben wir bei Idealo eine große Inflationsumfrage durchgeführt und im Juni diesen Jahres über 1000 Konsumenten und Konsumentinnen befragt, wie sie diese Preisanstiege wahrnehmen, wie und ob sie ihr Verhalten verändern wollen und ob sie Abstriche machen werden und wenn ja, in welchen Bereichen. Und dazu jetzt im Folgenden mehr. 75% der Befragten haben gesagt, dass sie glauben, dass das Leben in den nächsten Monaten nur noch teurer wird. Also das ist tatsächlich genau in line mit dem, was auch das IFO-Institut sagt, dass die Inflation weiter steigen wird. Genau davon gehen die Leute auch aus. Wir sehen auch, dass viele sich deutlich einschränken werden und ihre Einkäufe stärker fokussieren. Also sie sagen, dass sie sich das genauer überlegen werden als noch vor einem Jahr, ob sie ein Produkt wirklich brauchen und das vor allem bezogen auf die Kategorien Reisen, Bekleidung und Freizeit. Wir haben auch gehört von den Konsumenten, knapp 80%, die sagen, dass sie jetzt einen höheren Aufwand in Kauf nehmen, um den besseren Preis zu bekommen. Also beispielsweise mehrere Shops besuchen. Das Thema Convenience und Komfort rückt also relativ zum Preis deutlich in den Hintergrund. Auch ein anderes Thema verliert leider an Relevanz, und zwar Nachhaltigkeit. Über 80% der Konsumenten sagen, dass auch wenn sie in der Vergangenheit stark auf Nachhaltigkeit geachtet haben, dass sie das jetzt etwas zurückfahren werden und der Preis für sie wichtiger ist und nachhaltige und faire Produkte nicht mehr bevorzugen gegenüber einem besseren Preis. Das sind also die Daten, die wir alle aus der Umfrage gesammelt haben und was hieraus die Insights sind. Wir haben allerdings auch unsere eigenen Klickdaten mal angeschaut. Das eine ist ja, was sagt der Konsument, das andere ist, was tut er wirklich? Und dazu haben wir natürlich jede Menge Daten hier einfach mal illustriert. Wie sieht eine typische Vergleichsseite in abstrakt aus, auf der der Kunde sich orientieren kann? Und tatsächlich ist es so, dass Konsumenten nun deutlich häufiger, und zwar um knapp 40% mehr, das erste Angebot auf idealo.de auswählen als noch vor einem Jahr, wo genau diese anderen Faktoren eine größere Rolle gespielt haben. Und ein Beispiel dafür ist auch die Lieferzeit. Also Lieferzeit ist auch nicht mehr so entscheidend wie Preis. Wir sehen, dass die durchschnittliche Lieferzeit eines Angebots, das auf idealo.de geklickt wird, gestiegen ist von rund 2,78 Tage auf nun über 3 Tage. Und rund 11% klicken jetzt einfach ein Angebot, das eine längere Lieferzeit hat im Vergleich zu vor einem Jahr. Also, das waren jetzt natürlich viele Zahlen, deswegen einmal die wichtigsten 2 Aussagen zusammengefasst. Ihre Kunden werden auf absehbare Zeit weniger Geld zum Ausgeben haben und werden ihr Geld mehr beisammen halten. Und Ihre Kunden werden preissensibler agieren, stärker vergleichen und bewusstere Kaufentscheidungen treffen. Was jetzt? Was empfehlen wir als Idealo, gerade den Online-Händlern, die jetzt hier präsent sind? Dazu möchte ich einmal mit einem Zitat starten von Henry Ford. Vielleicht kennen das auch manche von Ihnen. Lass es mal ganz kurz wirken. Ich muss sagen, ich glaube stark an das, was Henry Ford hier sagt, dass es wichtig ist, auch weiter zu investieren, auch in Krisenzeiten. Ich möchte das mit einem zweiten Zitat begründen. Das heißt, you cannot overtake 15 cars in a sunny weather, but you can when it's raining. Und was das ausdrückt, ist einfach, die letzten Jahre hat enorm viel die Sonne geschienen. Es ging überall ab, es war wahnsinnig viel Nachfrage da, die Finanzierungen waren riesig. Aber es gab entsprechend auch sehr viel Konkurrenz, auch auf Advertising-Seite, und die Preise sind gestiegen. Und es war sehr schwer, sich abzuheben.
Und jetzt, wenn man so will, regnet es und viele ziehen sich mehr zurück. Was auch total verständlich ist, denn die Kosten und die Inflation, die betrifft ja nicht nur die Endkonsumenten, die betrifft ja allen voran gerade Online-Händler. Und das sind Kosten, die wir alle tragen müssen. Aber die Konkurrenz ist deutlich geringer und daran liegt jetzt eben auch die große Chance. Und an der Stelle, dadurch, dass ich jetzt hier auch im Namen von Idealo spreche, möchte ich jetzt einmal kurz was noch zu Idealo sagen und wo ich glaube, dass hier auch die Chancen liegen. Wir haben in der Umfrage auch erfahren von den Kunden, dass nun 82% in Erwägung ziehen, deutlich mehr Preisvergleiche zu nutzen als bisher, um eben ja, das Geld zu sparen und die besseren Preise zu finden. Wir haben heute schon 2 Millionen Sessions am Tag, es werden also nur mehr. Und unser Rat an Sie ist, genau dort vertreten zu sein, wo eben die Kunden auch schauen. Und es ist auch nicht nur so, dass Idealo den Kunden ermöglicht, Geld zu sparen, denn tatsächlich ist es so, dass wir gerade auch den Händlern ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ermöglichen und ihre Marketing-Ausgaben da effektiv einsetzen können. Da haben wir einfach ein paar Testimonials, ein paar Zitate mitgebracht, was unsere Partner sagen zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis von Idealo. Und zwar haben wir regelmäßig das Feedback bekommen und bekommen es auch weiterhin, dass die Kosten-Umsatz-Relation und der ROAS so gut ist wie auf kaum anderen Kanälen. Und wir ermöglichen es auch nicht nur den Kunden, kompetente Entscheidungen zu treffen und alle Informationen bereitzustellen, sondern wir enablen auch unseren Online-Händlern genau das zu tun, indem wir die Daten, die wir jetzt hier heute besprechen, auch unseren Händlern zur Verfügung stellen und sogar noch mehr als das. Wir geben ganz konkrete Sortimentsempfehlungen, wo gerade die Nachfrage hoch ist, was der Händler noch nicht anbietet, wo die Preise von der Konkurrenz liegen, um dort eben bestmöglich auch das Inventar des Händlers optimieren zu können. So viel zu dem Thema Inflation, die Preise, was wir da für Entwicklungen am Markt sehen, was wir glauben, was es für Online-Händler heißt und wie Idealo da auch helfen kann. Wenn Sie das weiter interessiert, kommen Sie sehr gerne an unserem Stand vorbei. Der ist tatsächlich direkt hier hinter der Bühne. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Wir haben auch sehr guten Kaffee. Von daher Sie sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich bei uns zu melden. Wenn Sie Interesse haben an den Folien, können Sie uns gerne schreiben. Ganz einfach die mexico@idealo.de. Auch wenn Sie Feedback haben, sehr gerne. Und ja, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, wenn Sie Interesse haben, mehr mit uns ins Gespräch zu treten. Danke.